Hi, schön, dass du da bist. Ich bin Martina und bin total aufgeregt. Heute treffen sich ja meine zwei Welten, wenn es um Werkeln geht. Es gibt ein neues Set von den Lindy's Magicals und zwar ist es ein Ränke-Set. Es heißt Alexandras Artists und es ist in Zusammenarbeit von Lindy's und Alexandra Ränke entstanden. Und ich habe das riesengroße Vergnügen, euch diese Farben heute vorzustellen und euch vielleicht einfach mal ein paar erste Ideen zu geben, was man mit diesen Wunderbarkeiten alles so anstellen kann. Die Farben heißen Karins Coral, Janas Jade, Andreas Azalea, Laras Wild Malve und Martinas Marigold. Ich möchte euch kurz ein paar meiner liebsten nun ja, Vorgehensweisen vorstellen, wenn es darum geht, mit Magicals zu arbeiten. Und das ist einerseits das Aufsprenkeln der Magicals. Das ist, ich denke auch, ja, da haben sie wahrscheinlich auch ihren Namen davon, ne? Das ist ein bisschen wie Zaubern, wenn diese verschiedenen Farbpartikel ihre Explosionen produzieren. Und da habe ich einfach nur auf die Tags ein bisschen Wasser gesprüht mit einem Fächerpinsel, bisschen vom Farbpulver aufgetragen und dann Farbe und Wasser reagieren lassen. Die andere Technik, da wird die Farbe reiner. Dazu nehme ich, also ich habe da eine Palette, ihr könnt aber auch ein bisschen was einfach auf den Untergrund nehmen und mache davon ein bisschen was in diese Vertiefung, verdünne das mit Wasser, mische das, also rühre das gut durch und dann habe ich wirklich diesen reinen Farbton ohne diese ja, bei den Explosionen vielleicht erwünschten anderen Farbpartikel. Ich mache solche Tags auch total gerne als Swatches, weil dann habe ich die immer griffbereit, wenn es darum geht, eine schöne Farbe zu einem Projekt zu finden, zum Beispiel. Was vielleicht auch noch spannend ist zu wissen, dass Andreas Azalea hat so einen rosanen Schimmer, die Wilde Malve und Janas Jade haben einen silbernen Schimmer und Karins Coral und Martinas Marigold haben einen goldenen Schimmer. Und ich finde, die Schimmer sind sehr, sehr fein und sehr elegant und überhaupt nicht aufdringlich. Und was ich euch auch unbedingt noch zeigen möchte, ist, dass zwischen diesen fünf Farbtöpfchen liegen ganze ja, Farbuniversen oder ein ganzer Regenbogen. Und ich möchte auch überhaupt, ich möchte keinen Exkurs in Farbentheorie machen. Ich möchte euch wirklich einfach nur zeigen, womit ihr spielen könnt, was ihr alles erreichen könnt, wenn ihr euch so ein bisschen über den Rand des einzelnen Farbtöpfchens hinauswagt. Ich habe hier so einen Farbkreis aufgezeichnet und habe mir drei Farben genommen. Ich habe beim ersten Farbkreis, ich werde nachher noch einen zweiten machen, habe ich Karins Coral, Janas Jade und Martinas Marigold und male die jeweils einzeln auf und versuche jetzt die Farbtöne dazwischen herzumischen. Das heißt, ich nehme immer, ja, ich versuche 50% von der einen Farbe und 50% von der anderen Farbe zu nehmen und das dann in dem mittleren Kreissegment aufzumalen. Und in einem nächsten Schritt versuche ich dann die Farben zu mischen, die zwischen den Farben liegen. Das heißt, dann ist zwei Drittel und ein Drittel Farbanteil jeweils zu den Kreissegmenten daneben. Ihr habt das bestimmt alle in der Schule, wahrscheinlich im Physik- oder Kunstunterricht schon mal durchgenommen und könnt euch alle da auch im Internet schlau machen, wie das da ist mit den Primärfarben und mit den Sekundärfarben und warum man da vielleicht Cyan, Magenta und Gelb nehmen würde. Und das tue ich hier ja alles nicht. Es geht mir wirklich nur darum, euch zu zeigen, vor allem denen, die neu sind in der Welt der Magicals oder die bisher echt nur so pur verwendet haben, zu zeigen, dass ihr eigentlich einen ganzen Regenbogen geliefert kriegt und euch einfach trauen sollt, ja, damit auszuprobieren. Was ich auch total spannend finde, ich habe beim zweiten Farbkreis habe ich
nur den Rotton dieses Andreas Azalea ausgewechselt. Und der ist pinkiger wie Karens Coral. Das ist, Karens Coral ist so, so bräunlich-koralle-rot und das Azalea ist, ist mehr pink und wirkt viel kräftiger, wirkt viel lebendiger und verändert dann halt auch diesen Farbkreis total. Und deswegen habe ich auch einen zweiten Farbkreis mit der Konstellation gemacht. Was man hierzu vielleicht noch sagen kann, ihr seht mich hier zum Teil auch dann total vergessen, den Pinsel richtig auszuwaschen oder so. Wenn ihr sauber arbeiten wollt, empfehle ich euch echt mit zwei Wasserbehältern zu arbeiten. Ein, um den Pinsel halt darin zu waschen und ein, um frisches Wasser aufzunehmen. So verschmutzt ihr euer Wasser nicht, weil die, ja, diese feinen Farbnuancen, die man gerne erreichen möchte, die kippen total gerne, wenn, ja, wenn das Wasser schon so schmutzig ist, dann verfälscht das halt einfach das ganze Ergebnis. Ich freue mich unheimlich über dieses Set. Ich freue mich unheimlich darüber, dass ich es euch vorstellen darf. Und ich kann es kaum erwarten, noch weiter in die Welten einzutauchen, die mir dieses Set vielleicht ermöglichen werden. Und hoffe sehr, dass ihr euch da auch ranwagt, dass ihr mutig sein mögt, Neues auszuprobieren. Man muss nicht immer direkt mit der großen Kelle anrühren. Ihr seht, man kann das auch auf kleinen Flächen ohne große Schweinerei machen. Ich verlinke euch die Magicals in der Box unten, sobald die im Shop bei Alexandra Renke sind. Und ja, freue mich unheimlich drauf, euch ganz bald noch mehr mit diesen wunderbaren Wunderdöschen zu zeigen. Habt einen ganz wunderschönen Tag. Bis demnächst. Tschüss.